Bürgerwillen in Verwaltungshandeln einfließen zu lassen. Nicht ersetzen von Parlamenten heißt Partizipation, sondern ergänzend zu dem, was in Parlamenten, in Politik und Verwaltung einfließt, den Bürgerwillen einfließen zu lassen und auch zu verändern. Das ist Partizipation, meine Damen und Herren. Und das ist völlig legitim. Ja, jetzt muss aber auch mal erlaubt sein, dass ich auch dann darauf reagiere, wenn ich angesprochen werde. Und das ist völlig legitim, meine Damen und Herren, dass Sie, dass viele von Ihnen, vielleicht ja nicht alle, aber dass Sie auch sagen, Sie finden das nicht gut. Dafür sind wir da, um darüber genau zu reden. Dass Sie sagen, macht das nicht, lasst das mit dem Tempelhofer Damm und macht nur Oderstraße oder macht Tempelhofer Damm weniger oder bau nicht 10 Häuser, sondern nur 3 hohe. Darüber kann man doch miteinander diskutieren. Genau dafür sind wir da. Dass so etwas diskutiert wird und dass Menschen gegen etwas sind, ist völlig in Ordnung. Aber es muss auch erlaubt sein, für etwas zu sein. Und an der Stelle sind wir im Moment und jetzt haben wir etwas miteinander verabredet. Und ich bitte Sie sehr, es gibt auch viele, die in diesen Arbeitsgruppen arbeiten wollen, dass wir jetzt das machen. Wir gehen jetzt in unsere Werkstattgespräche, kommen zurück und diskutieren über die Ergebnisse im Plenum. Vielen Dank. Und jetzt bitte ich alle, diejenigen, die in die Workshops gehen wollen, das auch zu tun. Die Workshop-Leiter warten bereits auf ihren Besuch.